Keine Frage, diese Woche dürfte eine der intensivsten des Jahres werden, denn es stehen so viele Ereignisse und Entscheidungen auf verschiedenen Ebenen an, dass das durchaus die Märkte rocken könnte und sollte. Und ich will Ihnen ein kurzes Streiflicht geben über das, was da in dieser Woche ansteht, was auf uns zukommt, was es bedeuten könnte und wiederum, warum, wieso, weshalb etc. Das will ich mal kurz skizzieren, meine Damen und Herren. Und wir starten zunächst mal mit einem kurzen Überblick. Was ist eigentlich der Start? David Yusof hat das hier mal zusammengefasst. Wir sehen Verluste, deutliche Verluste in Asien, in China genauer gesagt. Dort ist die Regierung ja jetzt gegen Education-Firmen vorgegangen, also die Online-Nachhilfeunterricht anbieten etc. Das zieht den Gesamtmarkt nach unten, dadurch die US-Futures ein bisschen tiefer. Wir sehen wieder mal Nasdaq besser als etwa die Value-Indizes wie den Russell 2000. Wir sehen, dass vor allem Bitcoin deutlich steigt mit über 13%, dazu gleich mehr, und wir haben jede Menge Konjunkturdaten diese Woche, gleich angefangen mit dem IFO-Index, wichtiger aber dann eben die US-Daten, BIP-Daten, PCE-Verbraucherpreise werden wir bekommen. Wir haben natürlich die FED-Sitzung, das wird zentral. Wir haben das PMI aus China, also die Einkaufsmanager-Indizes aus China, und wir haben die Zahlen der großen Tech-Konzerne, heute angefangen mit Tesla und morgen dann ein Monstertag, auch dazu gleich mehr. Schauen wir uns aber zunächst mal an, dieser Anstieg von Bitcoin, was ist da los? Wir hatten in der letzten Woche ja diese Konferenz mit Elon Musk, Cathie Wood und Jack Dorsey. Da hat es schon einen kleinen Aufstieg gegeben. Jetzt ist es wohl vor allem die Meldung, dass Amazon einen Digital Currency Expert, ein Blockchain-Expert anstellen will, der hier die Kurse nach oben treibt, aller Kryptowährungen, nicht nur, oder der meisten zumindest, nicht nur von Bitcoin. Das ist also etwas, was hier für Euphorie sorgt. Vielleicht mal kurz nachgedacht. Ich hatte mit einem Freund bei Gängen an die Elbe an Bayerischem Bier immer wieder den Gedanken formuliert, oder wir beide hatten das formuliert, dass letztendlich Amazon die Firma ist oder wäre, die prädestiniert wäre, eine eigene Kryptowährung einzuführen. Fast alle bestellen bei Amazon, da könnte man noch sagen, pass mal auf, wir geben hier eine bestimmte Währung heraus und das würde hervorragend funktionieren, viel besser als bei Google, bei allen anderen Konzernen. Jetzt denkt man sich seitens der Kryptofreunde, ja super, die wollen dann Bitcoin akzeptieren etc., aber möglicherweise machen die eine eigene Währung. Das könnte dann der Schlag ins Kontor sein, vielleicht auch von Währungen wie Bitcoin, denn das wäre dann eine absolute Konkurrenz, aber all das ist Spekulation. Wir wissen es nicht. Mein Kollege Claudio Kummerfeld hat sich diesem Thema gewidmet. Bitcoin steigt kräftig, zieht andere Kryptos mit hoch. Eine Spurensuche. Ich packe Ihnen den Artikel wieder mal gleich unter das Video. Bitte reinschauen, denn das ist wirklich eine der wichtigen Fragen für die nächsten Wochen, Monate und Jahre. Was da eigentlich jetzt passiert? Welche Währung wird sich durchsetzen? Wird es Bitcoin sein? Wird es etwas sein, was wir gar nicht auf dem Schirm haben? Entweder zum Beispiel eine Währung, die Amazon plötzlich emittiert. Wichtige zentrale Fragen. Und wir haben auch sehr wichtig natürlich in dieser Woche die FED-Sitzung. Mittwoch die Entscheidung. Und wir sehen, wir haben in zwei Wochen hat die FED jetzt über 337 Milliarden an Bilanzsumme zulegen können, jetzt über 8 Billionen. Dabei haben wir Allzeithochs an den Aktienmärkten, wir haben Allzeithochs bei den Einkommen der Amerikaner, wir haben Allzeithochs bei den US-Hauspreisen, wir haben Allzeithochs bei den Schulden. Wir haben also nur Allzeithochs, aber die FED betreibt weiter ihre ultralaxe Geldpolitik. Gut, kann man machen, gell? Wir haben jetzt eben dann die Frage, kann sie das weitermachen, wenn die Inflation eben weiter steigt, und wir bekommen, wie gesagt, am Freitag dann die Daten zum PCE-Verbraucherpreisen, die für die FED sehr wichtig sind. Mohamed El-Erian, der hat sich umgehört bei Firmen, die haben gesagt, viele davon haben die Preise erhöht, viele beabsichtigen weiter die Preise zu erhöhen, eben weil ihre Inputkosten steigen. Und das heißt, hier ist wahrscheinlich nichts mit transitory. Das wird die große Gefahr der Notenbanken. Und hier oben sehen Sie mal eine Umfrage der Bank of America unter den Großinvestoren. Und die gehen davon aus, dass auch 2022 durchaus ein Anstieg nochmal zu erwarten ist der Inflation. Also nichts transitory. Das dürfte eigentlich nicht der Fall sein, dass hier wirklich große Player am Markt weiter steigende Inflationszahlen erwarten. Und wir sehen hier unten im Chart,
den Unterschied zwischen dem S&P 500, der weiter gestiegen ist, und den Fundamentaldaten, nämlich den Economic Surprise Index von der Citigroup, der weiter schwach ist. Also die Daten enttäuschen. Die Inflationsdaten überraschen positiv oder überraschen auf der Oberseite und die Aktienmärkte steigen immer weiter am Freitag. Ja, trotz meiner Abwesenheit ein neues Allzeithoch beim S&P 500 über der 4400er Marke. Aber jetzt gibt es politische Themen, die in dieser Woche relevant werden. Erstens das Infrastrukturpaket. Da schwankt man immer zwischen Optimismus, Pessimismus. Ein führender Demokrat hat jetzt gesagt, glaubt, wir werden da am Montag eine Bill vorlegen können, die abstimmungsfähig ist, die mehrheitsfähig ist. Auf der anderen Seite sagt hier Manu Raju, der immer sehr dicht dran ist, das wird schwieriger als gedacht. Also das wird in dieser Woche sich wahrscheinlich hinziehen und es wird sich dann jetzt diese ganze Geschichte um das Debt Limit, um also die Schuldenobergrenze, entzünden. Da muss ja bis 31. Juli irgendeine Lösung gefunden werden, weil sonst eben diese Geschichte ausläuft, die Trump in Verhandlung mit den Demokraten jetzt bis zum 31. Juli diesen Jahres ausgesetzt hat. Da droht dann notfalls sozusagen Zahlungsunfähigkeit, weil die Amerikaner eben dann praktisch an eine Mauer stoßen dieses Limits. Das wird wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich dann irgendwann gelöst durch die Parteien, aber es könnte ziemlich Konfusion geben, könnte ziemliches Hickhack geben mit möglicherweise einem Government Shutdown wieder, der da vor uns liegt. Hier sehen wir mal die Schulden pro Kopf der Amerikaner tendieren jetzt in Richtung, in dieser Grafik, $90,000. Und kommen wir zu die Märkte, meine Damen und Herren. Die sieben großen Aktien im Nasdaq 100, Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon und Nvidia, die sind für 130% des Anstieges der S&P 500 Marktkapitalisierung zuständig. Mithin haben die es also gerissen, die haben den Markt nach oben gezogen. Wir sehen jetzt, dass diese Aktien 25,8% an Marktkapitalisierung des S&P 500 haben, also ein Viertel. Das ist etwas weniger, als wir auf dem Peak 2020 waren, im September mit 27,3%. Aber diese Firmen haben jetzt mehr als 10 Billionen an Marktkapitalisierung net slashed. Also es geht hier um wahnsinnig viel. Hier sehen wir mal etwa im Nasdaq 100, Apple 11%, Microsoft 10%, Amazon 8%, Alphabet 4%. Facebook auch 4% und beziehungsweise Alphabet gibt es ja zwei Varianten, da ist also in der Summe auch, sind das hier fast 8 Milliarden, also da wird einiges auf uns zukommen. Heute, wie gesagt, startet Tesla, morgen dann Apple, Google, also respektive Alphabet und Microsoft, also allein das sind schon mal extreme Volumina, die da bewegt werden. Das wird die Märkte maßgeblich schütteln, das ist ein Riesending. Und wir haben jetzt 179 Tage keine Korrektur gesehen, Korrektur definiert als 5% Rückschlag, eine der längsten Perioden, ich glaube die 15 längste in der Geschichte, während Goldman Sachs auf der anderen Seite zeigt, dass diese hohen Bewertungen bei gleichzeitig, naja, eher gemäßigten Wachstumserwartungen für die Wirtschaft oft kein guter Vorindikator sind. Goldman ist sehr, sehr bearish in letzter Zeit. Also da muss man sehen, ob die wieder als Kontraindikator fungieren, ja oder nein. Jedenfalls ist da schon eine gewisse Differenz eben zwischen den Wachstumserwartungen auf der einen Seite und die Bewertungen. Auf der anderen Seite sehen wir weiter diesen Swing von Value to Growth, also Growth wird gesucht. Hier sehen wir mal das Verhältnis. Value to Growth hat sich ja eine Zeit lang erholt mit dieser Impfstoffgeschichte im November. Jetzt sind wir fast wieder da, wo wir letztendlich vor November 2020 waren. Wir sehen auch heute wieder Nasdaq Future besser als etwa Russell 2000, der als Value Index gilt, ob zu Recht oder zu Unrecht. Und wir sehen, dass letzten Montag ja diese scharfe Korrektur, die wir gesehen hatten, die dann sofort wieder gekauft wurde, vor allem auch von Retail-Tradern gekauft wurde, also von den kleinen Spekulanten, die gewohnt sind offenkundig, dass jeder Dip ein Kauf ist und sie haben wieder Recht bekommen. Und sie werden vielleicht das nächste Mal Recht bekommen, das übernächste Mal Recht bekommen und dann gewöhnt man sich so ans Recht haben, dass man dann möglicherweise einmal nicht recht hat und dann kann es bitter werden. Wir werden sehen, Margin Debt ja auf neuem Allzeithoch, wie Sie wissen. Aber nicht alle Aktien sind auf neuem Allzeithoch. Hier ist mal eine Liste, die Helene Meisler
hervorgezaubert hat aus einer US-amerikanischen Investmentzeitschrift. Hier sehen wir mal die Aktien, die neue Hochs erreicht haben und die Aktien, die neue Tiefs erreicht haben. Wir sehen, die Liste der Tiefs ist deutlich länger, das heißt, die Marktbreite ist nach wie vor nicht da. Das zeigt einmal mehr, wie wichtig diese marktschweren Konzerne geworden sind. Die dürfen nicht enttäuschen, sonst wird es schwierig für die Aktienmärkte. In dieser Woche werden wir mehr wissen. Amazon dann am Donnerstag und abschließend vielleicht noch. Wir haben jetzt Earnings Growth. Ja, da ist wirklich Gewinnwachstum, allerdings nicht Umsatzwachstum. Sehr, sehr wichtig. Damit wird sozusagen das Kurs-Gewinn-Verhältnis ein bisschen verschönert, indem eben immer weniger Aktien sind, eben am Markt sind, eben weil die Buybacks jetzt wieder deutlich zunehmen, also die Unternehmen eigene Aktien zurückkaufen, dadurch das Aktienangebot geringer ist, dadurch der Gewinn eines Unternehmens durch weniger Aktien geteilt werden muss, was dann das Kurs-Gewinn-Verhältnis optisch vergünstigt, aber nicht faktisch. Aber dennoch, es ist natürlich ein Faktor, der weiter Rückenwind verspricht, ist eben hier dieser Faktor Buybacks, das ist sehr wichtig. Natürlich auch die Notenbanken, natürlich auch die immense Geldmenge, die da rausgehauen wurde. Das Geld wird immer mehr, die Aktien werden nicht mehr. Das ist eines der Argumente für die Bullen. Ein Gegenargument ist die massive Bewertungsdifferenz zwischen dem, was eigentlich wirtschaftlich erwartet wird und dem, was derzeit bezahlt wird für die Aktien, vor allem für die großen US-Tech-Aktien. Schauen wir mal, dann sehen wir weiter. Wie gesagt, unter dem Video erstmal das heutige Top-Thema Bitcoin und Konsorten. Den Artikel verlinke ich Ihnen. Jetzt sage ich erstmal einen guten Start in diese Woche um 10 Uhr auf Finanzmarktwelt. Dann auch noch der IFO-Index. Auch ein Hingucker, meine Damen und Herren. Servus und ciao.